Kippasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge Klartext Podcast. Und wir haben wieder einen Gast, über den ich mich freue, denn es gab neulich ja den Klartext Podcast mit Daniel Gildner. Da sind einige Themen aufgekommen, auch bezüglich insgesamt Natural Bodybuilding, sicherlich kritische Themen, aber auch konstruktive Themen. Einige Dinge, die Daniel und ich angesprochen hatten, bei denen wir uns einig waren. Und da hatte sich, muss man auch wirklich sagen, der Verantwortliche, was Natural Bodybuilding angeht, zumindest seit Tag 1 hier in Deutschland, extra zu Wort gemeldet und gesagt, er würde sich doch gerne dann auch mal in einen Podcast setzen und unter anderem diese Themen besprechen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist, und zwar der Gründer der GNBF, des ersten Naturalverbandes in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, der einzig wahre Berend Breitenstein. Schön, dass du da bist. Hallo Mike, danke für diese wunderbare Ankündigung. Ich freue mich auch, dass ich heute Morgen dein Gast sein darf. Super Sache. Wie ist es zustande gekommen, dass wir da einfach auch mal drüber reden? Ich denke, es war ganz cool. Du hattest dich direkt auf den Klartext-Podcast mit Daniel Gildner von mir gemeldet. Genau. Und wir haben uns das ein oder andere Mal getroffen, aber ich glaube auch auf den Meisterschaften, logischerweise, da bin ich immer nur am Rennen. Ich hatte teilweise 5 Athleten oder so. Da hat man sich, wenn überhaupt, mal kurz gesehen. Wir haben aber mal kurz auf der WM geschnackt. Ne? Genau, das war in Manchester jetzt im Juni. Genau, richtig, richtig. Da hattest du den Daniel ja auch vorbereitet. Hat genau. Ja auch sehr gut abgeschnitten, muss man wirklich. Aller Bonheur, zweiter Platz bei den Profis. Ja. Wenn die Beine noch ein bisschen besser gewesen wären, ich denke, da gehst du konform. Auf jeden Fall. Möglich gewesen. Aber der erste hatte halt auch Beine, die waren ja wirklich outstanding. Ich wollte es gerade sagen, also ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit Mitch. Ich habe den hinter der Bühne so ein bisschen beobachtet, der hat sich mit T-Shirt und angezogen aufgepumpt und hat die ganze Zeit gepostet und ich habe seine Posen gesehen und dachte mir, die sitzen. Die Posen sitzen richtig gut, sein Bizeps-Peak hat man durchs T-Shirt gesehen in der Back-Double-Biceps und ich habe die ganze Zeit gedacht, der Gauner, also da ist irgendwas drunter. Und aber mit den Beinen habe ich nicht gerechnet. Also das war, bei Daniel haben wir sehr schnell gesehen, er hatte eigentlich sehr massive Beine die ganze Zeit und das ist eigentlich auch seine Stärke. Über die Diät sind sie dann ein bisschen weniger geworden, wir haben sie aber noch am Ende schön streifig bekommen. Aber ich glaube, wir hätten mit den Beinen machen können, was wir wollen. Also so Beine wie von Mitch habe ich natural noch nie gesehen. Auch schon sehr stark, ja. Boah, das ist ja, also siehst du ja auch im DBFV teilweise nicht so. Ja, es war auf jeden Fall ein toller Wettkampf. Ja. Also mir gefiel es sehr gut, es war eine sehr gute Orga und der ganze Ablauf war gut. Das ist natürlich auch Lee Kemp zu verdanken, dem englischen Präsidenten, der ja über viele Jahrzehnte mittlerweile schon Erfahrung hat als Promoter. Und die schicken ja, wollen ja auch ein starkes englisches Team jetzt zur Europameisterschaft schicken in 3 Wochen. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was da so passiert. Auf jeden Fall. Oh, da freue ich mich drauf, ja. Das, weil das wird ja auch viele hier, denke ich, interessieren. Ja, bist du auch wieder vor Ort bei der EM? Ich bin vor Ort auf jeden Fall. Hast du Athleten dort? Ja, dieses Mal nur 2. Aber ich werde auf jeden Fall da sein und freue mich auch schon auf die EM. Nächstes Jahr im Frühjahr werden es deutlich mehr sein. Dafür habe ich jetzt schon einige, die demnächst die Vorbereitung antreten. Und dementsprechend muss ich auch hier mal, bevor man dann immer auch anfängt, ne, ihr wisst ja, beim Klartext werden auch hier und da kritische Sachen angesprochen und bevor man dann anfängt, auch darauf einzugehen, sind ein paar Sachen, finde ich, die ich am Anfang sagen muss, die mir das seit dem ersten Mal aufgefallen sind, seit ich bei der GNBF war, nämlich, dass ihr mit einer der einzigen Verbände seid, ich will jetzt niemandem Schlechtes tun, das habe ich auch schon woanders erlebt, aber die weitestgehend pünktlich arbeiten. Also ich habe immer gesehen, der Zeitplan, ihr habt einen genauen Zeitplan, der meistens angegeben wird. Und ich war beim ersten Mal schon sehr erstaunt, weil ich es nicht gewohnt war. Man konnte sich da eigentlich nachrichten. Ja, das ist in der Tat so. Da muss ich sagen, das ist auch einer der Verdienste von Thomas Keller. Das ist ja der offizielle Medienbeauftragte der GNBF. Hat sich aus der Orga jetzt zurückgezogen, aber war da federführend in den letzten Jahren. Thomas ist ein Perfektionist, der macht großartige Arbeit und hat das immer fast auf die Minute tatsächlich geschafft, das im Vorfeld zu kalkulieren und das haben wir dann auch so umgesetzt und ja, es freut mich, dass es dir aufgefallen ist. Ja, das ist natürlich, das fällt glaube ich jedem Coach auf, weil man normalerweise auf Meisterschaften damit rechnet, ich weiß nicht, du weißt ja wie das ist, dass also der Peak zählt, ja, das heißt und dann, wenn sich das eine Stunde verspätet, 2 Stunden verspätet, dann wirst du halt irgendwann auch pissig und denkst dir, man, das kann doch nicht wahr sein. Ja, vor allen Dingen ist ja auch die Gefahr dabei, dass du dann vielleicht doch ein bisschen Wasser ziehst und ein bisschen Stresshormone freisetzt. Das ist ja eine Stundensache nachher, die Form. Die wirklich perfekte Bestform ist ja eine Stundensache. Das ist es. Und genau deswegen ist das immer sehr dankbar gewesen. Wird die Europameisterschaft, weil die ist ja jetzt in einer anderen Location, wird die deutlich größer und glaubst du dadurch auch schwerer zu handeln, so vom Zeitplan? Also wir haben tatsächlich jetzt uns entschieden, wir können keinen Zeitplan machen. Weil wir nicht wissen. Schade. Ja, wir haben natürlich den Ablauf der Klassen, aber wir können es nicht mehr so umsetzen, dass wir minutengenau die Klassen planen, weil es ist ja noch
Zeit und das ist auch was Neues der internationalen Situation, sag ich mal, darauf zurückzuführen, dass wir den Meldeschluss einige Tage vor der EM haben. Das heißt, die Athleten können sich noch bis zum 9. Oktober anmelden. Das ist halt, weil die Italiener haben zum Beispiel ihre Quali erst am 7. und 8. Oktober. Ach so. Und die EM geht los, einschreiben am 13. Oktober, ja. 14., 15. dann die Amateurwettkämpfe, Freitag die Profiwettkämpfe. Und deswegen ist es schwierig. Und wir müssen halt auch mal abwarten, wie viele Athleten sich anmelden. Aber ich musste sagen, dass wir jetzt schon absehbar, dass wir die größte Meisterschaft, die wir je hatten, also von der GNBF ist es ja organisiert, ist natürlich die INBA European Championships zum 20-jährigen Jubiläum der GNBF, verbunden mit der PNBA First International German Pro Championships am Freitagabend. Wir hatten es sonst gar nicht geschafft. Wir hatten erst geplant, die Pros am Samstag früh starten zu lassen, dann die Amateure Samstag und Sonntag, aber das hätten wir von der Zeit her nicht geschafft. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen Freitagabend mit den Pros an, noch zwei, drei andere Klassen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Klassen für körperlich beeinträchtigte Menschen, Rollstuhlfahrer und so weiter, haben wir auch am Freitag. Und es werden, also ich tippe mal, dass wir die 400 Athleten knacken werden. Und das ist natürlich outstanding. Ich meine, wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt liegen wir bei circa 350 Athleten. Aber die Erfahrung zeigt eben, dass es nochmal deutlich anziehen wird und gerade auch, was die internationalen Starter angeht. Das ist Wahnsinn. Okay, ja. Dann bin ich ja sehr gespannt. Die Location ist auch neu, oder? Also ist in Germersheim. Wir waren schon mal da. Im Frühling war es 2021 zur internationalen deutschen GNBF-Meisterschaft. Sehr schöne Location. Das Gute ist dabei, dass diese Location, also die Stadthalle Germersheim, hat einen unglaublich athletenfreundlichen Bereich. Der ist riesig unten. Aha, okay. Die Halle an sich ist gar nicht so groß. Also die fasst vielleicht 650 Zuschauer. Da mussten wir Kompromisse machen. Ich meine, bei der riesen Athletenanzahl, die musst du ja runterkriegen. Du musst sie alle im Backstage-Bereich haben. Da reicht eine kleine Halle nicht oder so. Das ist schon richtig organisatorischer Aufwand. Und gut, wenn wir ausverkauft sind, dann sind wir ausverkauft. Deswegen bieten wir auch den Livestream an zur Meisterschaft, den man sich über unsere Webseite buchen kann, gnbf.de. Und insofern, jeder, der es möchte, kann sich die Meisterschaft angucken, entweder als Zuschauer oder eben über den Livestream. Das klingt doch wirklich sehr gut. Dann können wir uns da schon mal drauf freuen, auf jeden Fall. Was ich hier zum Anfang auch nochmal mit einbringen möchte, ist, das habe ich mitbekommen, du bist porträtiert worden, wenn ich das richtig sehe. Und zwar für eine Dokumentation, die lief wo? Genau, die Dokumentation, wie mein Name, Behrend. Ja. Und dann The Story of a Lifetime Natural Bodybuilder. Krass. Ich habe mir das selber geschenkt, sozusagen. Okay. Weil ich wollte gerne, und das sage ich hier ganz ehrlich, ich wollte der Nachwelt, wenn ich mal nicht mehr bin, auch in bewegten Bildern hinterlassen, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Und vielleicht kennt mich der eine oder andere noch. Ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älteres Semester und vielleicht wissen auch gar nicht mehr viele, dass ich auch mal Bücher geschrieben habe. Es waren ja doch über 20 Bücher. Das wusste ich nicht. Du wusstest es nicht? Nein, das wusste ich nicht. Dann erzähle ich dir mal was darüber. Erzähl mal. Mein erstes Buch, 96, Bodybuilding erfolgreich, natürlich gesund, hat sich 96 innerhalb von 2 Jahren 50.000 Mal verkauft. Dann erschienen tatsächlich noch 18 weitere Bücher von mir, die auch in ganz Europa in verschiedenen Sprachen übersetzt worden sind. Ja. Also alles über Naturalbodybuilding und Sport? Alles über Naturalbodybuilding. Man glaubt gar nicht, was für Themen du da hast. Ne? Das glaube ich gerne. Es gibt auch heute noch einige davon zu kaufen, also über Amazon zum Beispiel, wenn ich was mal sagen darf hier an dieser Stelle, wen es interessiert. Also ich habe fast 220.000 Bücher habe ich verkauft. Aber guck, du wusstest es auch noch nicht mal, dass ich Buchautor bin. Und es war eigentlich so, es ist ja alles entstanden. Und in dieser Doku über mich, die geht ja 57 Minuten, ist erschienen auf GNBF TV. Wir haben ja nicht so viele Abonnenten bei GNBF. Wir haben ja nur 5.600 oder 700. Aber trotzdem knacken wir jetzt schon fast die 10.000 Aufrufe dieser Doku. Und die ist ja erst vor 4 Wochen erschienen. Und die zeigt also mein bisheriges Wirken und mein Leben als Natural Bodybuilder. Und zwar seitdem ich 13 Jahre alt bin, bis heute. Und das Schöne ist, wenn ich das so sagen darf, ich habe so viel Archivmaterial von meinem ersten Wettkampf 1979, Mr. Hamburg Junior, damals noch bei der IFBB, natürlich dopingfrei. Dann bis hin zu meinem letzten Wettkampf vor fast 10 Jahren bei der World Championships Masters, 4. Platz von 11 Teilnehmern, dann einige internationale Wettkämpfe. Mein Vater hat mich damals gefilmt, 1992 im Bodytop, unten im Keller. Da haben wir die Hardcore-Trainingseinheiten gemacht.
Also nur so als Tipp, wen es mal interessiert, was der Breitenstein so gemacht hat in deinem Leben, wie auch die GmbF überhaupt entstanden ist. Dieser ganze Werdegang, Bücher, Kontakt über die Schweiz nach Amerika, GmbF-Gründung, Abnabelung von einem Weltverband, Zuordnung zum neuen Weltverband, neue Pläne, neue Visionen. Man kann sich das mal anschauen. Das ist auch ein sehr gutes Thema eigentlich. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du erfolgreich Bücher geschrieben hast, die auch verkauft hast, wodurch man sicherlich auch davon ausgehen kann, dass du da finanziell Einkünfte hattest. Definitiv. Genau. Das beruhigt mich. Also ich bin finanziell relativ gut aufgestellt und kann auch deswegen, und das ist eben wichtig, du kannst ja Ideen haben und Visionen haben, du brauchst aber eben auch den finanziellen Background, um die umsetzen zu können. Sonst wird deine Energie kanalisiert auf das Geld verdienen und du hast weniger Energie für deine Visionen. Sehr gut. Und noch ganz, ganz kurz am Rande. Was habe ich 92 gemacht nach dem Studium? Ich habe ja Ernährungswissenschaften studiert und ich hatte kein Geld. Ich hatte kein Geld, meine Freundin hatte Schluss gemacht und ich stand am absoluten Nullpunkt. Und ich habe mich besonnen auf mich selber. Ich habe gesagt, wer bist du? Was möchtest du? Und ich habe ja schon viele Jahre bis dahin Natural Bodybuilding gemacht, mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Und da habe ich den Cut gemacht. Da habe ich gesagt, so, du hast zwar kein Geld, aber du hast ein Auto. Verkauf das Auto. Ich hatte ein paar tausend D-Mark damals. War noch vor der Euro-Einführung. Und ich hatte ein paar tausend D-Mark. Und ich wohnte zum Studio mit dem Fahrrad 20 Minuten in Hamburg. Und ich hatte aber die Zeit. Ich hatte die Zeit für die Nach-Innen-Kehr. Und ich habe mich gefragt, wer bin ich, wo möchte ich? Ohne, dass ich das genau wusste. Ja. Ich habe es einfach gemacht. Ich wollte einfach die Selbsterkenntnis erfahren, wer ich bin. Durch, eigentlich schrieb mal ein Leser, du bist ein Muskelmönch gewesen. Das war ich auch. Ich habe nur trainiert, mich gut ernährt und geschlafen. Ich hatte sogar kein soziales Leben. 3 Monate. Aber Mike, diese 3 Monate waren die entscheidenden in meinem Leben. Weil nur dadurch konnte ich mich von einem 106 Kilo schweren, außer Form geratenen Körper in einen 86 Kilo schweren, wirklich gut durchtrainierten Body verwandeln. Dann habe ich diese Gedanken niedergeschrieben und habe die damals an den Albert Buseck geschickt von der Sportrevue. Und so ist alles entstanden. Ich will damit nur sagen, Leute, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Vision habt, an die ihr glaubt, dann lasst euch von niemandem sagen, das geht nicht. Richtig. Von niemandem. Meine Eltern haben gesagt, Junge, du musst irgendwas machen. Und wenn du Kisten schleppst, ich hatte ein abgeschlossenes Studium, ich hatte eine abgeschlossene Lehre, ich wollte aber nicht, weil ich erstmal genau wissen wollte, wer bin ich eigentlich. Und dieser Drive, den ich vor 30 Jahren, das ist 30 Jahre her, erfahren habe, der zieht mich bis heute durch. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ein Verband wie die GmbF, der so gewachsen ist, so komplex geworden ist, wir haben damals angefangen mit 26 Teilnehmern bei der ersten deutschen Meisterschaft. Jetzt stehen da über 400 auf der Bühne. Hat Herausforderungen. Das meine ich. Das ist das, worauf ich eingehen wollte, weil wenn ich mir vorstelle, dass jemand finanziell, sage ich mal, unabhängig geworden ist, klar will der sich irgendwo verwirklichen, aber sind wir mal ehrlich, du machst ja da einen Verein auf. So, und ein Verein kostet dich mehr Geld, als er meistens einbringt. Und das heißt, du hast dir ja von Anfang an auch so ein bisschen so eine, kann man fast schon sagen, ehrenamtliche Arbeit auferlegt? Oder gibt es da mittlerweile Mittel und Wege, dass du dadurch auch ein bisschen finanziell abgesichert bist? Mittlerweile gibt es da auch Mittel und Wege. Das ist immer eine Frage, wie die Satzung aufgestellt ist im Verein. Aber die ersten 10, 15 Jahre war das alles, richtig, oder? Alles für null an und für sich. Ja. Mittlerweile habe ich da schon eine andere Lösung gefunden. Okay, das ist gut. Immer so, dass der Verein stabil ist. Ja. Immer so, dass alles getragen werden kann. Niemals ausflippen. Immer auch Rücklagen bilden. Das für unvorhergesehene Dinge. Und insofern alles im grünen Bereich. Und was machen die Nerven bei einer Vereinsarbeit, ne? Also von Anfang bis Ende alle Leute zu dirigieren und immer wieder neue Sachen aufzustellen, also Regeln, Ich habe an meinem Arbeitsplatz ein Zitat hängen, ist aus einer Tageszeitung, aus einer Hamburger Tageszeitung, zwar ist ungefähr so lang der Ausschnitt, kann man das vielleicht sehen, so lang. Für den Job des Präsidenten brauchst du ein dickes Fell. Das habe ich mir auf meinen PC geklebt. Ich denke, das sagt schon alles. Wir haben so viele unterschiedliche Charaktere. Ich habe Menschen im Verein, die sind aus meiner Sicht absolut top. Dann habe ich Menschen, die sind schwierig, aber all das muss ich halt moderieren. Ich habe Menschen, die, ja, wir alle ziehen an einem Strang. Aber es sind eben auch manchmal eigene Interessen dabei,
wie das denn so ist. Aber ich muss halt moderieren, muss entscheiden, muss delegieren. Ein Verein hat ja wahnsinnig viele Aspekte. Das fängt ja an beim Sekretariat, Mitgliederverwaltung, geht über einen Rechtsanwalt. Wir hatten 2013 eine kritische Situation, wo die GmbF fast dran zerbrochen wäre, hätte ich keinen guten Rechtsanwalt gehabt. Okay, was war das, wenn man fragen darf? Ja, ich darf halt keine Namen nennen, gar nichts. Ja. Wir hatten nur die Situation, dass wir mit der Gegenseite dann ein Agreement gefunden hatten. Es ging um einen Dopingtest oder um zwei Dopingtests. Und da ging es dann spitz auf Knopf. Ist das öfter so? Also dass Dopingtests zu so Zerwürfnissen führen? Es war auch tatsächlich eine Situation, die für uns neu war. Wir haben Fehler gemacht. Das möchte ich hier gar nicht abstreiten. Okay. Das schreibe ich mir auch auf meine Kappe und auch auf einem von meinem Mitarbeiter damals. Aber wir haben aus diesen Fehlern gelernt. Und wir haben dann mit der Gegenseite wirklich einen guten Vergleich gefunden. Aber das war eine ganz kritische Situation. Okay. Die wir überstanden haben. Ist auch schon 10 Jahre her. Jetzt vor einigen Tagen gab es doch die Situation, hast du vielleicht auch mitbekommen, dass ein ehemaliger GmbF-Gesamtsieger bei einem anderen Verband nicht starten durfte. Ich war sogar dort. Ach, du also warst da. Ich war nicht direkt da, sondern also mein Team war zusammen mit Miri dort bei der Einschreibung, bei dem Polygraphentest. Das ist auch ein interessantes Thema, ein Polygraphentest. Und da haben die das mitbekommen, weil da lautes Geschrei war, genau deshalb so ein bisschen. Lautes Geschrei. Gut. Also sagen wir mal so, es wurde ein bisschen diskutiert. Das ist sehr offensichtlich gewesen und auch sehr laut diskutiert. Und also soweit ich mich erinnern kann, ging es darum, dass der jetzt da nicht starten durfte, weil irgendwann mal irgendwo, ich weiß es nicht mehr, Salbutamol oder sowas im Spiel war. Ja, genau. Ich glaube, es war letzten Freitag. Ich kriege abends um vielleicht 19, 19.30 Uhr auf meinem WhatsApp eine Nachricht. Während kannst du mir helfen? Ich brauche die Atteste, die wir damals bei der GmbF hatten und so weiter. Und ich war nicht im Büro. Und habe ich dem Athleten gesagt, ich bin nicht im Büro, ich komme nicht da dran. Grad. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Aber versuch mal den Michael Jablonski, unseren Dopingtester. Institut GKS an dieser Stelle. Großartiger Mensch, großartige Arbeit. Michael, vielen Dank für dein tolles Engagement. Versuch mal, die Michael zu erreichen. Und tatsächlich haben die wohl miteinander kommuniziert und Michael hat den Schriftverkehr hingeschickt, die Atteste und alles. Aber es wurde, ich war ja nicht da, aber ich habe es jetzt auch nur bei Instagram, die ganze Story von dem Athleten mal mir angehört. Und wenn das wirklich so gewesen ist, dann muss ich sagen, dann gute Nacht. Also da muss ich sagen, also da kriege ich schon, da kriege ich schon eine Hasskappe, sage ich mal. Ich bin ja auch Athlet gewesen und wenn ich mir vorstelle, ich wäre damals, da hatte ich auch noch Polygraph-Tests zu machen, rübergeflogen nach Amerika. Und hätte keine Starterlaubnis bekommen, aus irgendwelchen Gründen, die nicht nachzuvollziehen sind, aus meiner Sicht. Ja. Und wie ich das in der Story gesehen habe, eben, ja, kann ich nicht verstehen. Da wäre ich natürlich auch als Athlet extremst enttäuscht. Das stimmt. Also ich habe nur mitbekommen, dass es jetzt, ich habe das Ende nicht mitbekommen, das hast du mir jetzt geschildert. Dementsprechend kann ich nachvollziehen, wir wissen, Salbutamol ist ein Asthma-Medikament. Und sollte man mit einem Attest da rangehen, muss man sich natürlich von Verband zu Verband fragen. Ich meine, wenn jetzt jemand einen Attest für Testosteron hat, ist es trotzdem Testosteron, ob das dann valide ist. Aber ich kenne die Situation nicht und möchte das nicht bewerten. Aber wenn das bei euch durchging und der Athlet dort dann plötzlich nicht durchkommt, dann verstehe ich natürlich, dass der Athlet frustriert ist. Wie siehst du denn sowas? Das ist doch ein sehr gutes Beispiel. Wir wissen ja, dass auch Salbutamol zum Beispiel leicht anabole Effekte haben kann. Siehst du denn, dass mit dem Attest nicht trotzdem irgendwo ein Vorteil da ist? Oder wie wird das bei euch gewertet? Ehrlich gesagt, das ist ja, wir orientieren uns ja an der Liste der WADA. Richtig, an den zugelassenen, an den verbotenen Methoden, Substanzen und so weiter. Ich bin mit diesem speziellen Asthma-Mittel jetzt nicht ganz so vertraut, sage ich dir ganz ehrlich. Aber wenn der Athlet das aus gesundheitlichen Gründen benötigt, dann hat ja die WADA auch nicht umsonst gesagt, wenn du Attest bringst, dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Ich weiß aber nicht, soweit ich es rausgehört habe, aber bitte, nagel mich jetzt nicht fest. Alles gut. Weiß ich nicht, ob der Athlet überhaupt einen Attest brauchte für dieses Mittel. Das weiß ich nicht. Da müsste ich nochmal gucken. Aber wenn du wirklich, und deswegen ist es ja bei der GmbF zum Beispiel so, was du eben sagtest, Testosteron ist Testosteron. Völlig uninteressant, ob der Athlet das benötigt, weil er einen zu niedrigen Testosteronspiegel hat. Bei uns grundsätzlich verboten. Auch wenn jemand mit einem ärztlichen Attest kommt, er muss, dass der Athlet Testosteron aufgrund gesundheitlicher Mangel und so weiter. Nein, Testosteron ist grundsätzlich verboten. Bei dem anderen Mittel weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, man muss auch natürlich Unterschiede anzeigen. Also es ist ja relativ einfach in der Biologie zu sehen, dass du, selbst wenn du eine Testosteronersatztherapie bekommst, dass du im Gegensatz zu einem naturalen Athleten, der so einen Testosteron hat,
Dann hast du hier den höchsten Punkt. Der ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher und der geht halt durchgehend. So, allein dadurch hast du natürlich schon Vorteile. Ja. Das muss man einfach sagen. So, völlig egal, ob das beschrieben ist oder nicht, verschrieben. Bei Salbutamol würde ich die Vorteile sowieso so dermaßen marginal einschätzen. Wenn die WADA, das ist aber das Wichtigste, wenn die WADA doch sagt, dass man das mit Attest nutzen darf, dann ist das nicht so, dass dieser andere Verband sich dann nicht auch irgendwie an die WADA-Richtlinien halten muss? Ich weiß nicht, wo dieser andere Verband sich nachhält. Okay. Also ich habe das nur rausgehört, dass es die Entscheidung des Testers war, aber ohne mich da festnageln zu wollen. Okay, interessant. Aber gut, im Endeffekt, wenn ich das dann auch richtig verstehe, jeder Verband kann ja von sich aus nochmal sagen, wir gehen zwar nach den WADA-Richtlinien, aber da machen wir einen Punkt, theoretisch, wir oder? Machen, ja, und wir machen zum Beispiel den Punkt, dass wir sagen, wir gehen nicht mit der WADA konform, okay, die beim Erstverstoß 4 Jahre sperrt. Mhm. Wir sperren lebenslang. War das nicht neulich noch irgendwie weniger? Ist das neu mit den lebenslang? Das ist einige Jahre jetzt schon. Ah. Das waren mal 7 Jahre und so weiter. Aber stimmt, 7 Jahre war es ja, mal, ja, oder? Aber ja, schon lange her. Also jetzt haben wir gesagt, wir sperren lebenslang, egal. Mhm. Krass. Ja. Aber muss es dazu dann, es gibt ja Verstöße, da könnte man fast meinen, man glaubt demjenigen, das war aus Versehen. Vielleicht hat er irgendein Supplement genommen, das er nicht wusste. Da kann man ja, glaube ich, unterscheiden zwischen jemandem, der auf Testosteron ist nachweislich, oder einem Supplement, das er aus Versehen genommen hat. Ist jeder Verstoß lebenslang? In der Tat ja. Boah. Es ist hart. Aber das sind unsere Regeln. Ich habe zum Beispiel einen Athleten gehabt, das bedauere ich auch sehr, aber er war letzten Endes, hat er sich das selbst zuzuschreiben. Er hat ein Mittel genommen, was man bei Kinderwunsch einsetzt. Aber dieses Mittel war nun leider auch auf der Dopingliste und er wurde positiv. HCG. Frage mich nach dem Namen. Hm. Nee, das war was anderes. Okay. Und ja, er wurde dann, ich weiß nicht, ob er den Test verweigert hat oder ob er dann positiv getestet wurde. Auf jeden Fall eine Verweigerung eines Tests ist ja gleichzusetzen mit einem positiven Test. Klar. Und wir haben uns lange darüber unterhalten und der medizinische Beirat, Professor Dr. Hörning, Michael Jablonski und ich, und was machen wir denn? Und ich habe den Athleten das geglaubt, aber ja, Unwissenheit schützt davor Strafe nicht und deswegen war die Entscheidung auch da gefallen, ihn lebenslang zu sperren. Und er hat es, muss ich sagen, sehr gut aufgenommen. Er hat nicht gemeckert, nicht gemosert. Er hat gesagt, Mensch, ich habe Mist gebaut, ich hätte mich vorher mal schlau machen sollen, was ich mache. Und nun muss ich auch die Konsequenzen tragen. Das ist mal ein Wort. Also dementsprechend, klar, also für mich ist das auch immer so, glaube ich, eine sehr wichtige Richtlinie, weil ich das von Leuten auch manchmal gefragt werde. So, ne? Also ja, ne, du machst ja auch Stoffe, du machst ja auch dies, du machst ja auch das. Für mich ist das, was der Verband sagt, ist für meinen Athleten wichtig. Also das heißt, immer wieder von Verband zu Verband gucke ich, was sind die Richtlinien des Verbandes und daran wird sich selbstverständlich gehalten. Dann kennst du ja auch unser Anti-Doping-Regelwerk, ist ja auch auf der GmbF-Webseite nachzulesen. Genau. Das heißt, ich weiß ja auch, wie das so abläuft. Man muss ja immer wieder gucken, es gibt irgendwelche Supplements, es gibt neuartige Fatburner, wie auch wir bei Big Zone sie mittlerweile machen, wirklich nach neuesten Richtlinien, wo man weiß, es gibt studientechnisch jetzt einfach viel mehr, was man machen kann. Und da muss man sich dann natürlich auch immer wieder auf der Seite nochmal umschauen und gucken, können wir das denn überhaupt bringen? Also kann ich das meinen Athleten jetzt überhaupt geben oder muss ich da schon einen Punkt machen? Mhm. Es gibt ja auch Substanzen, die sind zum Beispiel im normalen Training erlaubt, aber im Wettkampf verboten. Da muss man auch nochmal unterscheiden, ohne jetzt hier irgendwelche Tipps geben zu wollen. Aber das ist ja wirklich so. Da muss man auch nochmal gucken. Wäre da so ein Beispiel wahrscheinlich Aspirin? Ne? Oder war das jetzt nur bei dem anderen Wettkampf? Ich glaube, Aspirin. Nee, das war Aspirin. Da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es gibt da, also Ephedrin meinst du nicht, ne? Du meinst, Aspirin. Genau. Hast mich auf den falschen Fuß erwischt, da muss ich gucken. Also kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Aspirin verboten ist. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war ein anderer Verband. Ja. Aber was ich noch ganz interessant finde, dass wir da langsam so eine Überleitung finden. Es gibt eine Kritik, die habe ich geäußert, die hat mein Kollege Jan schon geäußert. Ich bin mal gespannt, wie du denkst, dass ihr das so ein bisschen abfangen könnt. Bei einer Newcomer-Meisterschaft kann doch jemand theoretisch vorher 3 Jahre gestofft haben, richtig Muskeln aufgebaut haben, von mir aus 5 Jahre gestofft und kann sich dann mit 28 da anmelden, nachdem er 1 Jahr aufgegangen ist und hat trotzdem mehr Muskeln als alle anderen. Ne? Also gibt es da, außer dem FFMI, der jetzt leider abgeschafft wurde, gibt es da irgendeine Möglichkeit, sowas zu verhindern? Also der FFMI ist abgeschafft, ja, seit diesem Jahr für internationale Meisterschaften. Also zum Beispiel für die internationale deutsche Meisterschaft der GmbF, für die Europameisterschaft, für die Weltmeisterschaften. Da hat also der Weltverband gesagt, der Europäische Verband, das kam dann zu einer Abstimmung, wir wollen den FFMI nicht behalten. Warum? Kannst du das erklären? Komme ich gleich nochmal dazu. Wir haben aber bei der GmbF gesagt, wir behalten ihn für die deutsche Meisterschaft.
Mhm. Das kann uns keiner nehmen. Das ist unsere nationale Meisterschaft. Das ist keine internationale Meisterschaft. Mhm. Genau das Gleiche. Wir haben das Regelwerk des internationalen Weltverbandes übernommen. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein Punkt. Das ist für die Athleten auf der einen Seite gut, sag ich mal, und auch für den Verband gut, wenn wir auf das Thema Doppelstarts und Mehrfachstarts gehen. Es ist für die Athleten gut, dass, wenn sie wenig Erfahrung haben, wo stehe ich? Sie können in mehreren Klassen starten, wie zum Beispiel in der Kombination von Bodybuilding oder Classic Physik und Classic Physik. Und das hatten wir ja damals nicht. Und da können die Athleten eine gewisse Standortbestimmung machen. Die Jury von uns unter Vorsitz von Daniel Gildner ist da gut aufgestellt. Die kriegen das hin. Und für den Verband ist es natürlich gut, weil du mehrere Starts hast und auch höhere Einnahmen von den Startgebühren hast. Denn so eine Meisterschaft finanziert sich ja auch nicht von nichts. Das sind ja immense Kosten, die da auftreten. Also ist eigentlich die Regelung finde ich eigentlich ganz gut. No Limits, was die Mehrfachstarts angeht. FFMI ist ein bisschen schwierig, finde ich auch, gerade was du gesagt hast. Deswegen haben wir es für die Deutsche, habe ich gesagt, behalten wir. Für die Deutsche, das kann uns keiner nehmen. International ist es halt nicht mehr. Und es ist dann tatsächlich schwierig. Ich wehre mich aber immer so, vielleicht bin ich da auch zu gut, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich bin ja schon so lange in diesem Bereich und lebe ja auch dieses Natural Bodybuilding mit Leib und Seele. Und es liegt zum Beispiel meinem Charakter völlig fern, mit der Intention auf einen Natural-Wettkampf zu gehen, wo ich betrogen habe. Ja, ja, klar. Was sind denn das für Charaktere? Ich verstehe das auch. Ja, darum geht es gar nicht. Das ist ja auch Wahnsinn, was für eine Mentalität man dafür an den Tag legen muss und was für eine Schamlosigkeit. Die können sich doch gar nicht mehr im Spiegel angucken. Oder wenn die Pose sagen, ich bin der Geilste, ich habe jetzt gewonnen, aber ich habe betrogen. Ich beobachte das Phänomen tatsächlich immer wieder, auch bei Leuten, die das öffentlich auf Social Media gemacht haben. Das heißt, du hattest Leute, die haben offensichtlich gestofft und haben dann auch haben ihr Business gemacht, sind bekannt geworden, gehen dann irgendwann off, ne, und sprechen innerhalb kürzester Zeit darüber, dass sie natural ja besser aussehen als alle anderen. Und die sind dann wirklich drin in ihrem Film und sagen, also sie stellen sich gleich mit allen anderen Naturalathleten. Und da verändert sich, glaube ich, das Bewusstsein einfach, weil man sich selbst immer nicht in so einem schlechten Licht darstellen möchte. Vor allem in unserem Sport, in dem man ja sehr ich-fixiert ist und man auch immer darauf fixiert ist, so der Alpha sein zu können. Und ich glaube, ich will nicht sagen, man lügt sich das zurecht, aber man verdrängt so ein bisschen, dass man eben vorher in einer anderen Liga gespielt hat. Das hast du gut ausgedrückt. Ich denke, das ist es. Man verdrängt, die verdrängen vielleicht auch. Ich denke, das ist es. Na, und du willst ja trotzdem irgendwas gewonnen haben, du willst ja trotzdem irgendwas gerissen haben. Dann merkst du, bei den Stoffern kannst du es nicht. So. Dann irgendwie, ja okay, und hier und da. Und dann irgendwann sagen dir alle, was, du nimmst nichts, du siehst aber brutal aus, mach doch eine Meisterschaft. Und das willst du dann auch nicht wegwerfen. Na, und ich glaube, so kommt das zustande. Ja. Denke ich. Kann ich dir folgen, tatsächlich. Mhm. Und natürlich haben wir diese Athleten auch auf dem Schirm. Mhm. Was die Trainingskontrollen angeht, die Visiten angeht, die Wettkampfkontrollen angeht. Aber es ist halt, und da muss ich auch sagen, tatsächlich schwierig dann in der Nachweisbarkeit, wenn du ein Mittel rechtzeitig abgesetzt hast. Es sei denn, du bist ein bisschen dämlich und nimmst ein Steroid, was noch 18 Monate nachweisbar ist. Gibt es ja auch. Mhm. Ich wollte ja keine Steroid-Tipps jetzt hier geben, aber das ist was für die nicht so Intelligenten. Das stimmt. Die fallen natürlich dann im Test voll auf. Ne? Aber das ist ein Problem. Und wir haben gesagt, 12 Jahre Minimum dopingfrei. Ja, wie willst du die 12 Jahre nachmessen? Mhm. Andere Naturalverbände haben 7 Jahre, andere haben 5. Mhm. Wir sind nun mal die mit 12. Mhm. Aber es ist in der Tat schwierig. Definitiv. Aber das heißt auch, eine internationale Newcomer-Meisterschaft wäre dann ohne FFMI, um das zu verstehen. Genau. Okay, das ist interessant zu wissen. Das ist nochmal eine gute Randinfo, glaube ich, die hier auch für die Zuschauer interessant ist. Lass uns nochmal bei dem ganzen Natural-Bodybuilding-Ding bleiben. Du sagst, du bist ja mit Leib und Seele, und das merkt man auch, Verfechter des Natural-Bodybuildings. Und man sieht ja auch, dass das Natural-Bodybuilding immer wieder auch volles Haus hat und immer wieder gut besucht wird. Ich glaube, momentan durch die Vorbilder, die es so ein bisschen gibt, Mr. Olympia, Chris Bumstead und so weiter, sieht man so ein bisschen das Verständnis oder die Auffassung der Leute vom Natural Bodybuilding sich verändern. Man sieht, dass ein Urs zum Beispiel mal im Natural Bodybuilding gewesen ist, bevor er Profi geworden ist. Und so sind es ganz, ganz viele. Was hältst du denn davon, dass viele Leute das Natural Bodybuilding wie die GmbF momentan eher so als eine Art Anfängerstatus ansehen, um danach ins richtige Bodybuilding zu wechseln, das sie dann als klar Stoffer Bodybuilding betreiben? Ist das etwas, also wie siehst du diese Wahrnehmung, die momentan so ein bisschen herrscht? Also erstmal ist natürlich Entscheidung jedes einzelnen Athleten zu sagen, welchen Weg gehe ich. Mhm.
es wäre auch gelogen, wenn ich zu meinen Bestzeiten um die 2000er nicht mehr den Gedanken gehabt hätte, Mensch, jetzt bist du schon wirklich ganz gut in Form. Mhm. Was würde passieren, wenn du jetzt mit Stoff arbeiten würdest? Mhm. Ich kann nicht abstreiten, dass ich diesen Gedanken hatte. Dann habe ich mich aber wieder auf meine ursprünglichen Werte besonnen. Mhm. Und weil ich hatte auch keine Nerven auf diese möglichen Nebeneffekte des Stoffkonsums. Die möglichen Nebeneffekte, sei es körperlich wie auch psychisch. Richtig. Und wenn jetzt aber ein Athlet erfolgreich ist bei den Naturalen oder sehr erfolgreich ist und einiges gewonnen hat, dann ist es in der Natur des Menschen meistens zu sagen, wie weit kann ich eigentlich noch gehen? Und wenn der jetzt sagt, gut, ich entscheide mich dafür, auf die andere Seite zu wechseln, das hatte ich auch schon einige Male, die Athleten haben mich dann angeschrieben, haben gesagt, Behrend, wie schaut's aus? Letztens hatten wir doch jetzt einen Fall. Johnny. Genau. Ja. Rief mich an, sagte, Behrend, wie sieht es aus? Ich möchte was nehmen, ich möchte raus. Ich sage, okay, komm, dann kommst du automatisch jetzt ab sofort raus. Mhm. Normalerweise haben wir eine Kündigungsfrist. Ich sage, Johnny, du warst so ehrlich, nicht, dass du jetzt der Gefahr unterläufst, noch um Anti-Doping-Test out of season zu unterzogen zu werden und dann als der Stoffer da stehst. Mhm. Nein, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich verurteile das überhaupt nicht. Ich, wenn jemand wirklich bis an die Grenze geht, und wir sehen es ja, dass jetzt auch deutsche Athleten, wie du schon gesagt hast, bei Mr. Olympia in der Classic Physik ganz weit, aber wirklich ganz weit, ganz haarscharf an dem Gewinn des Mr. Olympias dran sind. Mhm. Da muss man sich natürlich fragen, was gebe ich dafür? Und dieser Athlet ist noch sehr jung, der hat damals bei uns angefangen, hat einen 6. Platz gemacht, bei den Junioren damals. Und ich muss ehrlich sagen, das, was der geschafft hat, wie auch immer, ist einfach einer unter einer Million. Das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Aber es, wo du gefragt hast, wie denke ich darüber? Die Gefahr ist einfach, dass viele vielleicht sagen, ich bin ganz gut im Natural, ganz gut. Und wenn ich jetzt Stoff nehme, werde ich dann der Größte, der mit Stoff auf die jemals auf der Bühne gestanden hat. Ja, schau dir doch mal die Leistungsdichte an. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Ich verfolge das ja auch im Internet. Die Europa Pro, dann war jetzt, wann war das? Spanien war das, Alicante, Milan, genau. Italien. Und dann gibt es so Beiträge auf YouTube, mir sind die Nebenwirkungen egal. Ja, das ist halt. Ja, das sagt man so. Aber lieg mal da im Krankenhaus. Aus meiner Vergangenheit fällt mir die Geschichte ein. Da war ich 17, 18, 19, habe ich mit einem farbigen Athleten ab und zu trainiert. Der war damals in Hamburg wirklich einer der besten überhaupt. Der kam irgendwo aus Neuguinea, ein farbiger, der hieß Lucien. Und der ist dann, wir haben wirklich zusammen trainiert und meine Beine waren immer meine Schwäche. Und Lucien und ich haben immer Kniebeugen gemacht. Wirklich hart. Und der ist dann mit Mitte 30, man sagt damals an HIV, verstorben. Es kann aber auch was anderes gewesen sein, weil er ja ziemlich viel Stoff genommen hatte. Das hat er ja auch offen zugegeben. Und wenn du dann siehst, ich habe ihn im Krankenhaus besucht und ich war an seinem Krankenbett, da war ich 18, 19. Und ich gucke ihn an von einem Athleten, der wirklich wahnsinnig gut war. Wirklich, wirklich wahnsinnig gut war. War in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ein Häufchen Elend. Der war nur noch ein Drittel seiner Körpermasse. Der konnte sich gar nicht mehr bewegen. Und das Emotionalste, was ich nie vergessen werde, ich stand an seinem Krankenbett, er sieht mich, hat mich erkannt und fragte mich, was machen deine Kniebeugen? Entwickeln sich deine Beine? Da komme ich nicht mehr, da bin ich raus. Kann aber wieder rein. Also ich sage nur mal so, man sagt immer, ist mir egal, ich bin geil, ich bin gepumpt, ich bin massiv. Aber was passiert denn innen drin? Ist ja nicht gesagt, dass was passiert. Ja, ich gebe dir da recht, das ist natürlich ein Risiko, dass die alle eingehen. Das was ich halt, was ich mich dann frage, ist, glaubst du, das hält überhaupt noch viele Leute bei diesen Vorbildern? Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber auch ein Emir zum Beispiel war ja bei der GmbF, ein Aldin war bei der GmbF und alle, die dann später Profis geworden sind. Glaubst du nicht, dass das einfach für das Natural Bodybuilding leider Gottes so ein bisschen den Schuh anzieht, dass das so die Anfängerliga ist und wenn du weiterkommen willst, musst du zum Stoffen, weil das sind auch die, die jetzt gut Geld verdienen, noch international, die davon leben können, die richtig Gas geben. Klar, die gibt es im naturalen Bereich auch und die halten die Fahne auch hoch. Aber das meinte ich, siehst du das kritisch, diese Entwicklung, oder also wo siehst du überhaupt noch die Motivation, dann lebenslang natural zu bleiben? Das hast du ja getan. Ja.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Okay. Also ich sehe es jetzt so, dass es für einige Charaktere durchaus so ist, wie du geschildert hast. Ja. Aber wir sehen ja auch bei der GNBF, wie viele neue Athleten wir immer bekommen, wie viel die Basis sich, wie das wächst, wie die Idee des Natural Bodybuildings lebt. Mhm. Und wenn du dann welche oben an der Spitze hast, die sagen, ich gehe jetzt in die andere Richtung, würde ich daraus noch keine allgemeine Bewegung machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Basis wird immer stärker, immer größer. Mhm. Und es gibt sie natürlich, die sagen, ich gehe jetzt den anderen Weg. Ja. Unbestritten. Aber das ist dann, wie gesagt, Entscheidung des Einzelnen. Hm. Und wenn sie dann noch so sportlich fair sind und sagen, du, ich nehme jetzt was, kann ich bitte aus der GmbF raus, dann habe ich persönlich auch gar kein Problem damit. Das fand ich tatsächlich sogar eine relativ coole Sache, die ich auch ansprechen wollte. Du hast es jetzt schon vorweggenommen, wie das mit Johnny abgelaufen ist. Das war ja im YouTube-Video ein bisschen so nach dem Motto, Behrend hat mich gefeuert. Moment. Ja. Johnny, hier, ne? Ich wusste nicht, dass du das Telefongespräch aufzeichnest. Wirklich nicht? Nein, das muss ich mal sagen. Und er hat auch nicht alles gesendet. Okay, krass. Aber wie gesagt, da haben wir Schwamm drüber. Ich bin ja keiner, der dann gleich mit irgendwelchen Rechtsanwälten kommt, wie andere Menschen. Aber ich glaube, das ist ja auch bei ihm immer so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge, dieser Comedy-Faktor. Ja, ich mache Johnny. Ich habe ja mit Johnny auch mal einen Dreh gemacht in Berlin, im Goldstürm. War klasse. Schöne Grüße, Johnny. Alles Gute für dich. Pass mal auf dich auf. Aber ich mag ihn ja und es ist für mich auch gar kein Problem. Und ich fand es gut, dass er so ehrlich war und mir es gesagt hat, er möchte jetzt auf die andere Seite. Also es lief so ab, dass er dich angerufen hat tatsächlich. Na, wir haben einen Telefontermin für Sonntag vereinbart, ja, weil ich im Augenblick auch ziemlich dicht bin mit Terminen Sonntag früh. Mhm. Und ich habe es ja gesehen dann. Ich habe ja seinen Clip gesehen. Ja. War ja ganz lustig, wie er auf dem Fahrrad da gefahren ist und dann das Handy gezückt hat und mich dann da muss man auch ein bisschen mit dem zwinkernden Auge betrachten. Klar. Was natürlich nichts an der Botschaft ändert. Mhm. Er hat gesagt, er nimmt jetzt was, dann nimmt er was. Das ist natürlich bei uns jetzt raus. Mhm. Okay. Das ist aber Johnny zum Beispiel, entschuldige. Alles gut. Aber Johnny zum Beispiel ist auch ein Athlet, der mich sehr beeindruckt hat, als er bei uns aufgetreten ist. Weil Johnny hat etwas Besonderes. Ja, Johnny hat die Linie. Mhm. Und Johnny hat die Ausstrahlung. Mhm. Und natürlich ist er noch jung. Und natürlich fragt er sich, Mensch, was kann passieren, wenn ich in diese Richtung gehe? Mhm. Weil ich sehe Johnny schon als Ausnahmetalent. Mhm. Man muss abwarten. Ich wünsche ihm alles Gute auf dem Weg. Definitiv. Das heißt, wir haben natürlich auch andere Beispiele gehabt, wie zum Beispiel ein Janis Karrer, aber ich glaube, das war nicht bei GNBF. Der war in der Schweiz. Schweiz, genau. Da ist es dann genau andersrum abgelaufen, ne? Dass dann ein Dopingtest verweigert wurde. Genau. Die Geschichte kenne ich. So wurde er zum Dopingtest aufgefordert und sagt, ich kann keinen Test abgeben. Mhm. Ja, dann hat der Tester gesagt, dann bist du aber raus. Dann weißt du das, ich kann trotzdem keinen Test abgeben. Mhm. Und dann, der hat verweigert. Und das war dann halt wie ein positiver Test auch. Und das fand ich dann ein bisschen ätzend. Also, das sind dann Leute, die nehmen, aber sagen es nicht. Mhm. Und denken dann auch, mich wird es schon nicht erwischen. Mhm. Aber Michael ist überall. Der hat seine Augen auf Social Media, der kommt abends am Sonntag vorbei, der lebt dafür, Michael, der ist großartig. Deswegen, also ich glaube auch, das ist so ein gutes Gegenbeispiel gewesen, also Johnny, wie das mit Johnny abgelaufen ist, der das sogar noch mit einem witzigen Telefonat und einem Video verbunden hat und die Publicity, die man tatsächlich auch bei einem Janis Karrer dann gemerkt hat, weil das ist ja überall rumgegangen plötzlich und das war ja alles andere als gute Publicity dann für ihn. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür gewesen, wie man das vielleicht dann wirklich lösen sollte. War das denn bei den anderen bekannten Athleten, die wir kennen, auch so? Oder haben die das einfach auslaufen lassen? Also ich habe jetzt von vielen, die wir auch eben genannt haben, habe ich das nicht gehört, dass sie jetzt wechseln. Die haben auslaufen lassen, haben dann ihre Mitgliedschaft nicht verlängert bei der GNBF. Mhm. Wir haben ja immer Jahresmitgliedschaften vom 1.1. bis zum 31.12. Ja, und die waren dann raus, aber haben nie gesagt, dass sie jetzt in die andere Richtung gehen. Okay. Mega. Dann haben wir da schon mal echt coole Sachen besprochen gerade. Jetzt kommen wir zu ein, zwei Sachen, die du vorhin vielleicht auch schon im Ansatz angesprochen hattest, Richtung Doppelstarts. Da hatten wir ja noch ein Thema, das Daniel und ich auch hier besprochen hatten. Da geht es nicht um Doppelstarts per se, sondern darum, dass mir auch bei der Weltmeisterschaft aufgefallen ist, dass du Athleten hattest, die sind in ihrer Klasse einmal bei den Profis gestartet und einmal bei den Amateuren, obwohl sie Profis waren. Was ja leider auch dazu führt, dass sie bei den Amateuren logischerweise gewinnen und anderen die Chance nehmen auf den Sieg. Ich weiß nicht, wie das bei uns, bei der GNBF geregelt ist, aber ich weiß jetzt mittlerweile, dass es getrennt von international. Deswegen frage ich dich mal gerne danach. Kann ich dir gerne die Erklärung geben. Also wir fangen mal an bei der GNBF. Ja. Die GNBF ist ein reiner Amateurverband. Mhm. Also nur für Amateurathleten. Und da kam ich auf die Idee, was ist eigentlich für die Besten der Besten der GNBF? Und zwar nicht zeitlich begrenzt, sondern seit der ersten deutschen Meisterschaft im Jahr 2004 bis heute. Mhm. Klassensieger, alle Klassensieger,
die bei der deutschen Meisterschaft gewonnen haben oder bei der internationalen deutschen Meisterschaft, der GNBF. Mhm. Die Besten halt. Mhm. Wie kannst du denen nochmal ein besonderes i-Tüpfelchen bieten? Und dann habe ich vor einigen Jahren die GNBB Pro Division gegründet. Mhm. Das ist praktisch eine Profidivision innerhalb der GNBF, also für die Klassensieger der deutschen Meisterschaft und der internationalen deutschen Meisterschaft. Von Anfang an, da gibt es keine Begrenzung. Mhm. Also wenn jemand in 2004 deutscher Meister geworden ist und sagt, hey, komm, ich greife 2023, 2024 wieder an bei den Masters. Noch haben wir keine Masters-Pro-Klassen, aber ne, ich bin schon älter, aber ich stelle mich da auf die Bühne. Das kannst du machen. Mhm. Das ist aber die GNBB. Mhm. Das ist eine begrenzte, das ist keine international sozusagen angebundene Partnervereinigung. Mhm. Was wir jetzt haben, und das ist sowohl bei der GNBF so, als auch bei der in England so, wir sind der PNBA angeschlossen. Das ist die Professional Natural Bodybuilding Association unseres Weltdachverbandes, die ja auch einen Amateurverband dazu haben. Mhm. Die PNBA wurde, glaube ich, 1990 gegründet und die INBA 1994. Mhm. Und da ist es in der Tat so, da ist ein bisschen kompliziert. Ja. Also wenn du jetzt Manchester ansprichst, die WM, dann war es aus meiner Erinnerung so, dass erst die Amateure waren. Mhm. Wer sich da qualifiziert hat und gewonnen hat, konnte im Anschluss bei den Pros starten. Mhm. Das hat aber zur Folge, und das ist das allgemeine Regelwerk, auch der PNBA, wenn du einmal bei den Pros gestartet bist, darfst du mindestens 2 Jahre nicht mehr bei den Amateuren starten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Einmal bei den Pros darfst du 2 Jahre nicht bei den Amateuren und du kannst aber nach den 2 Jahren sagen, ey, ich will wieder zurück zu den Amateuren. Mhm. Und deswegen ist die Reihenfolge ist entscheidend bei solchen Wettkämpfen. Wir haben jetzt gesagt, für die Europameisterschaft, die ja auch einen Profi-Wettkampf hat, und das kostet mich ja enorm viel Einnahmen, aber ich habe gesagt, nee, komm Leute, lass uns das ganz klar trennen. Zuerst die Pros und dann die Amateure. Das heißt, Freitag sind die Pros und da hat kein Amateur die Chance, sich noch zu qualifizieren, weil die ja erst für die Freitagsmeisterschaft bei uns, weil ja erst Samstag und Sonntag die Wettkämpfe für die Amateure sind. Mhm. Insofern haben wir dieses Problem nicht. Worauf du vielleicht hinaus wolltest, war bei der GNBF, warum einige in der Profidivision gestartet sind und gleichzeitig auch bei den Amateuren. Richtig. Das ist jedem frei überlassen. Wir sagen nicht, wenn du bei der GNBB startest, darfst du nicht mehr bei der normalen deutschen Meisterschaft starten. Aber das meine ich, ist das nicht unfair den anderen Athleten gegenüber, wenn jemand schon den Profi-Status hat und offensichtlich besser ist als die anderen? Ja, also ganz ehrlich, wir haben immer Leute, die kommen aus dem Nichts und ballern alles weg. Wir hatten schon in der Vergangenheit 2, 3 Beispiele, die sind von Junioren über Klassensieg bis zum Gesamtsieg hochgeschossen und haben altversierte Pros alt aussehen lassen. Ich habe gesagt, für mich ist das so für die Athleten noch das i-Tüpfelchen. Und ich will auch die Besten der Besten nicht beschränken. Warum sollen die nicht sagen, ich will nochmal deutscher Meister werden? Warum denn? Aber weil doch ein Profi eigentlich in einer eigenen Liga mit seinesgleichen antreten sollte, oder das nicht? Das muss jeder bei uns, bei der GNBB, wieder nochmal, das ist keine international angegliederte Meisterschaft. Das ist eine interne Division für die Besten der Besten. Und wenn jemand sagt, Athlet X, ich gehe jetzt auf die deutsche Meisterschaft, nochmal als Amateur, und will trotzdem aber mich mit den Besten der Besten in meiner Profiliga messen, dann kann er das machen. Das verbiete ich nicht. Das ist bei der PNBA anders. Da ist, wenn du als Profi gestartet bist, ist 2 Jahre lang, darfst du nicht mehr zu den Amateuren. Nee, wollte ich nicht. Ich will, dass die Athleten frei. Kann ja auch sein, dass ein Profi sagt, wir haben ja zum Beispiel auch qualifizierte Pros, die sagen, ich möchte lieber bei den Amateuren starten. Denn wenn ich einmal bei den Profis, bei der PNBA starte jetzt, im Oktober, am 13., bin ich für die Amateure der INBA gesperrt. Also der Unterschied, GNBF, GNBB Pro, PNBA, INBA. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Ja, man kann das so auffassen, wie man möchte. Ja. Aber ich habe mich halt für die GNBF, für diesen Weg entschieden. Ja. Eben um diesen Besten der Besten nochmal das i-Tüpfelchen zu bieten, aber auch gleichzeitig, um denen nicht die Chance zu nehmen, nochmal den deutschen Meistertitel zu gewinnen. Denn das ist ja auch nicht gesagt. Wie gesagt, es kommen auch immer Athleten nach, die hauen plötzlich alles weg. Klar. Ist es dann vielleicht, wenn ich das jetzt richtig raushöre, vor allem bei dem GNBB-Verband, so, vielleicht habe ich nur den Eindruck, dass du sonst eigentlich kaum Wettbewerb hast, bei denen du starten kannst als Profi? Da gibt es ja nicht so viel. Null. Es gibt nur diesen. Also nicht null, es gibt nur einen. Ja. Und der ist auch nicht jedes Jahr. Das ist auch immer eine Frage der Finanzierung. Also GNBB auf die Bühne kannst du gar nicht oft. Ne? Gar nicht so oft. Das wird immer entschieden. Ich hätte ja jetzt auch sagen können, ich mache bei der EM eine GNBB. Das wäre aber unpassend gewesen, weil die EM ist ja der PNBA angeschlossen.
Und das muss einfach auch die Zukunft zeigen, das muss ich auch entscheiden tatsächlich. Ja. Wofür schlägt mein Herz? Für meine Idee, die GNBB? Was ist für die Athleten interessanter? Mhm. Oder für die PNBA? Mhm. Weißt du, du kannst nicht zwei Profimeisterschaften an einem Wettkampf verbinden. Dann sagen auch die internationalen Partner, was ist das denn da für eine Meisterschaft? Ja, verstehe. Okay, aber dann, das ist für mich auch schon mal besser nachzuvollziehen, wenn ich weiß. Also ich finde, muss ich ehrlich sagen, ich finde es trotzdem ein bisschen unfair. Aber ich kann besser nachvollziehen, wenn du eine eigene GNBB hast, die gefühlt nur einen Auftritt im Jahr ermöglicht. Und das höchstens, also vielleicht alle 2-3 Jahre. Okay, das ist krass. Das verstehe ich, weil dann ist ja die armen Athleten so, ne? Die wollen ja auf die Bühne gehen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Dementsprechend, was ich krass finde, du kannst mich korrigieren, ich bin mir relativ sicher, dass in England mehrere Athleten gestartet sind. Ich habe ja auch mit vielen Athleten gesprochen, die Profi waren schon, als sie dort ankamen, aber trotzdem bei den Amateuren in ihrer Klasse gestartet sind. Das würde dem Regelwerk widersprechen. Also das heißt, es könnte auch einfach sein, dass sie da durchgerutscht sind, quasi so, ne? Ja, also wenn das so ist, war es definitiv ein Fehler. Wenn du einmal als Pro gestartet bist, darfst du nicht mehr bei den Amateuren starten. Aber das wollte ich wissen, weil ich dachte, das wäre Methode. So kam mir das vor, weil die haben das so ganz selbstverständlich gemacht, ne? Also bei uns ist das so, wenn du bei PNBA Profi startest, bist du Amateure gesperrt für 2 Jahre. Mhm. Ich habe das tatsächlich auch schon bei ganz anderen Verbänden gesehen, zum Beispiel bei der NPC oder so. Und also je mehr man das Ganze dann durchspielt, so bei der NPC zum Beispiel, wirst du ja nicht ohne Grund Pro. Na, du bist deutlich mehr als all die anderen und da hast ja jeder wirklich, sage ich jetzt mal übertrieben, voll bis oben hin. Du musst dir das überarbeiten, du musst dir das erarbeiten und du musst dich deutlich von den anderen abgrenzen. So, dann bist du, im Gegensatz zum GNBB, hast du plötzlich eine Liga, die genauso groß ist und wo du dich da mit anderen Leuten messen musst. Und dann sagst du, oh, weiß ich nicht, ich gehe lieber wieder hier hin, weil da habe ich ja gewonnen, da gebe ich jetzt nochmal. Das ist der Gedanke, den ich halt so ein bisschen doof finde. Wir haben ja auch einen ganz bekannten Athleten in Deutschland, der sich immer dagegen entschieden hat, Pro zu werden. Das ich ist weiß. Der Thomas Scheu. Ja. Also wahnsinniger Athlet, mehrfacher Weltmeister. Ich habe mit ihm selbst mal ein Interview gemacht. Er sagte, nee, ich wollte nie Pro werden. Ich habe immer das so, ich bleibe bei den Amateuren. Ja, das kann ich, also wie gesagt, so vom Gedankengang kann ich das irgendwo schon nachvollziehen, aber das war für mich jetzt tatsächlich interessant, weil ich jetzt verstehe, dass es schon ein Unterschied ist, ob wir hier von GNBB und GNBF sprechen oder von IMBA und PNBA. Das macht ja schon einen Riesenunterschied gerade. Ein Riesenunterschied und wir sind natürlich international der PNBA angebunden. Da siehst du also ein bisschen meine Zwickmühle, was mache ich, ne? Wohin geht die Profiabteilung, ne? Will ich die GNBB erstarken lassen oder sage ich, ich will doch lieber in die PNBA-Division rein? Muss ein bisschen überlegen noch. Wie gehst du insgesamt damit um, dass immer wieder Kritik und so ein bisschen Kabelei in der Öffentlichkeit entsteht? So, jetzt hatten wir ja neulich auch das Thema André Patrice, wo man einfach nicht einverstanden mit der Platzierung war. Ist das, ich habe es in der Vergangenheit jetzt vereinzelt mitbekommen. Wie siehst du solche Sachen? Wie steckst du sowas weg und wie gehst du dann auch mit Angriffen um? Ach, schöne Frage, Mike. Danke. Also ich bin ja nun lange in dem Geschäft, aber das hatte ich auch noch nicht erlebt. Okay. Ich habe mich da einmal emotional leiten lassen. Und habe einen Kommentar abgegeben. Habe ich mitbekommen? Aus meiner Sicht. War die Form nicht gut. Hat es vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt. Ich habe, glaube ich, 3 Worte benutzt. Du hast bestimmt ein bisschen übertrieben. Das würde ich auch sagen. Ja, weil ich habe mich so geärgert, weil er eben auch beschrieben hat, da waren keine Leute in der Halle, war keine Stimmung. Das hat ja alles nicht gestimmt. Da war eine gut besuchte Halle. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert drüber. Und dann eben diese Wahrnehmung, war ich wirklich so schlecht? Also aus meiner Sicht, ich sag's dir nochmal, André war nicht so gut wie bei der deutschen Meisterschaft. Wenn er wie bei der, aus meiner Sicht, Entschuldigung, alle können jetzt wieder schreien, Breitenstein hat keine Ahnung und so weiter, aber ich habe auch ein bisschen Ahnung und ich habe ja nicht entschieden, sondern es war eine internationale Jury. Ich saß ja nicht mehr in der Jury. Und André hatte ja überhaupt keine Chance. Der wurde ja gar nicht richtig beachtet. Und es war aus meiner Sicht auch zu Recht. Und ich sag's dir nochmal, mein Fehler war, dass ich mich emotional an diesem Tag triggern gelassen habe durch die Aussagen, die er im Internet geschrieben hat und ich dann geschrieben habe, das reichte nicht für ein Finale. Da stehe ich auch heute noch dazu und ich habe vielleicht ein bisschen krass das ausgedrückt. Entschuldigung. Aber dann kamen sie alle, die Hater. Aus all ihren Ecken kamen sie, aus all ihren Löchern. Das ist so. Das ging mich, bis hin zu persönlichen Angriffen, bis hin zu deine Bücher sind scheiße und all sowas. Ey. Und da, und da, nochmal ganz kurz. Ja. Kommt die Resilienz ins Spiel. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich 20 Jahre an der GNBF-Spitze gestanden bin und auch noch immer stehe, wenn ich mich durch solche Sachen aus der Bahn werfen lassen hatte. Ich musste zugeben, ich habe mal geschluckt, weil ich gemerkt habe, wie geballt diese Social-Media-Power ist. Die haben ja Follower, die Leute. Und das geht ja rum. Ich muss sagen, es hat mich für den ersten Moment schon mal durchatmen lassen. Ja. Was dann noch kam, diese persönlichen Beleidigungen oder persönlichen Wahrnehmungen von André, wie er dann sagte, so alt und so dumm und sowas, da bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Das fand ich nur wirklich, ich mochte André immer gerne.
Aber seitdem sind wir keine Freunde mehr. Mhm. André ist auch aus der GmbF raus. Ist auch gut so. Mhm. Und er ist ja in einer anderen Aktivität jetzt auch gut dabei. Ja, deswegen, das ist halt etwas, das mir noch im Endeffekt aufgefallen ist, weil das ja schon ziemlich hart zur Sache ging. Ich glaube auch, wenn man das so zusammenfassen kann, jeder von uns ist menschlich. Ich weiß selbst, wie das ist auf Social Media. Und das ist halt typisch Social Media. Man hat in dem Moment eine Emotion, man lässt die raus und dann verfolgt dich das ewig. Ich glaube, du hast, wenn ich das auch so von der Form nochmal beurteilen darf, ich würde jetzt auch nicht zu 100% mit den Judges mitgehen, aber der Sieg wäre es auf jeden Fall nicht gewesen. So, da sind wir uns einig. Und dass man das als er persönlich subjektiv anders wahrnimmt, ist nachvollziehbar. Dass man das als du dann persönlich in Anführungsstrichen befangen auch anders wahrnimmt, nochmal ein bisschen schlechter, ist auch nachzuvollziehen. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte und ihr hattet halt eine kleine Vorgeschichte, was das angeht, und dann ist das so ein bisschen hochgekocht. Ich hatte mit ihm keine Vorgeschichte. Okay. Also er hat was auf YouTube gepostet damals, sind die Scorecards manipuliert, das haben wir ja ein bisschen kräftet, das war ja alles haltlos. Ja, habe ich auch verfolgt. Aber, genau. Wie gesagt, ich wünsche André auch alles Gute, auch was er jetzt macht, und er ist für mich ein toller Athlet, hat eine schöne Linie, nur wenn er bei der WM besser in Form gewesen wäre, hätte es auch fürs Finale gereicht. Ja, vielleicht kann man das in Zukunft dann einfach auch ganz normal austragen und niederlegen. Ich persönlich finde aber, das gehört zu unserem Sport auch einfach dazu. Wir haben hitzige Gemüter, wir haben verschiedene Alpha-Tiere. Jeder baut sich was auf. Du hast dir was aufgebaut, er hat sich was aufgebaut. Ich kenne das selbst bei mir und dementsprechend, glaube ich, ist das fast schon zuträglich langfristig, um miteinander zu koexistieren, dass man sich zwischendurch mal einfach, dass man einfach aneinander gerät. Ja. Na, jeder muss dann seinen Weg finden und woanders hingehen. Ja, wenn ich ihn heute sehe, sage ich, hallo André, wie geht's? Ich denke, man hat dann einfach verschiedene Interessen, dafür gibt es auch verschiedene Verbände. Gut, aber muss auch dazu sagen, dass ich das tatsächlich von dir sehr, sehr mutig finde, dass du auch nochmal offen und auch mit deinen Emotionen darüber sprichst und auch zugibst, dass dir da ein bisschen die Emotion durchgegangen ist. Ja, ist so, und da habe ich auch gelernt. Mhm. Und ich hatte auch im Nachhinein noch eine sehr, sehr schöne Korrespondenz beziehungsweise über WhatsApp mit einem sehr, sehr bekannten Athleten, ich muss den Namen ja nicht nennen, der auch auf Social Media sehr erfolgreich ist und der mir wirklich auch nochmal sehr gute Tipps gegeben hat. Ganz sachlich, ganz ruhig. Und ich lerne ja auch nicht aus. Ich bin ja auch in diesem Social Media Bereich relativ neu. Ja. Ich baue jetzt ganz bescheiden meinen eigenen Channel auf, Lifetime Natural Bodybuilder. Mache ich so als Hobby. Ja. Ist mir doch völlig Latte, der Algorithmus von YouTube. Ich will damit auch gar nicht viel Geld verdienen. Ich will einfach, Mike, das ist ja, wir haben zum Anfang des Gesprächs über meine Bücher gesprochen. Ja. Das war einmal. Ja. Gibt es zwar immer noch zu kaufen, heute ist Social Media. Richtig. Und mein Herz brennt für Natural Bodybuilding. Und ich will mein Wissen, meine Erfahrung und wen es interessiert, will ich über YouTube jetzt weiterbringen. Mhm. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen Dreh, da haben wir mal meinen Tagesablauf gefilmt über 2 Tage, kommt demnächst auch auf dem Channel. Mhm. Und die Leute sollen auch sehen, dass der Breitenstein da auch mal Athlet und immer noch Athlet ist, wenn auch keine Wettkampfambitionen mehr. Mhm. Weil ich sag auch ganz ehrlich, wir reden ja Klartext. Ne? Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Mhm. Spätestens dann, wenn die Haut schrumpelig wird. Dann gehört für mich kein Athlet mehr auf die Bühne. Als Gegenbeispiel habe ich mal eine Situation in den USA bei der Weltmeisterschaft. Diese Amis ticken da vielleicht ein bisschen anders. Ich werde es nie vergessen, es war der Michigan von 1953 oder 54 mit langen weißen Haaren, kam auf die Bühne und konnte seine Arme kaum noch heben. Und hatte eine ganz schreckliche Form. Also die Leute sind ausgeflippt, die haben Standing Ovations gebracht. Never give up, never surrender und so weiter. Aber ich sage mir, Natural Bodybuilding ist Ästhetik. Ja, hast recht. Und irgendwann, wenn die Ästhetik weggeht, ist es Zeit aufzuhören. Nur es gibt Athleten, die finden den Absprung nicht. Ich selber habe gemerkt, bei meinem letzten Wettkampf, da war ich 50, also jetzt 10 Jahre her, dass meine Unterhaut, die Haut an meinem Unterbauch, beim Crunch, was ist das, habe ich gedacht, da sind so kleine Falten, das gehört da nicht hin. Und das wird eben auch nicht besser im Laufe der Jahre. Die Haut verliert an Elastizität. Und wenn du dann schrumpelige Haut auf der Bühne siehst und dann noch beim Wettkampfsport. Sorry Leute, das muss nicht sein. Wer es möchte, kann es machen. Aber aus meiner Sicht hat das mit Ästhetik nicht mehr viel zu tun. Ist das auch was, wo du dann sagst, bei euch im Regelwerk würde das abgewertet werden, auch bei Masters? Nicht unbedingt. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Natürlich wird die Gesamterscheinung auch immer bewertet. Das wäre jetzt, sag ich mal, kein dramatischer Punkt dazu. Nein, das ist nicht so. Wow. Also was ich echt gerne noch hätte ist, mach hier gerne nochmal, weil du auch selbst sagst, du machst ein bisschen mehr gerade, mach gerne nochmal so deine 30 Sekunden bis eine Minute für die Leute einfach, wo kann man dich finden, wo kann man deine Kanäle finden, auch der neue YouTube-Kanal, wo kann man deine Dokumentation sehen. Für viele, die jetzt Lust bekommen haben, sich da einfach ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, bitte, sag's nochmal. Ja, Mike, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Also wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Es verging wie im Flug. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ja, ist immer so. Wenn ich immer heiß rede, dann rede ich mich heiß und du hast mich auch aussprechen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Gib mir Mühe, das zu machen. Danke auch für die Fragen. Vielen Dank.
War ein sehr schönes Gespräch und wir haben sicherlich noch ganz viel, viel mehr Gesprächs- Definitiv. Möglichkeiten. Aber jetzt nochmal auf deine Frage. Also ja, GmbF ist sicherlich bekannt, gmbf.de. Dann meine eigene Seite, berendbreitenstein.com. Auf YouTube, mein neuer Channel, Lifetime Natural Bodybuilder. Aktuell bescheiden 134 Abonnenten. Ich arbeite dran. Ist mir, wie gesagt, völlig egal, der Algorithmus oder was. Es werden dort interessante Themen zum Natural Bodybuilding vorgestellt. Mhm. Und meine Doku, wen es interessiert, findet ihr auf GmbF TV. Mhm. Ja, in dem Sinne. Dann schaut gerne mal da vorbei. Schreibt gerne eure Meinung zu allen möglichen Themen in die Kommentare. Was denkt ihr über Pros und Amateure, trennen oder nicht trennen? Was denkt ihr zur Thematik zum Beispiel auch mit André Patrice? Was denkt ihr über Social Media und wie man sich da in Zaum halten kann oder nicht? Heutzutage ist einfach jeder überall am stattfinden und dann irgendwann sind halt auch Emotionen auf Social Media. Das ist eine ganz normale Sache geworden. Was denkt ihr über die Diskussion? Ist Natural Bodybuilding für viele mittlerweile als Anfängersport vor dem Pro Bodybuilding als Stoffer zu sehen? Oder seht ihr das ganz und gar nicht so? Schreibt bitte alles in die Kommentare und ansonsten sehen wir vielleicht ein paar von euch auch auf der Europameisterschaft. Ich werde da sein mit zwei Athleten und freue mich jetzt schon auf die Veranstaltung und da sehen wir uns auch wieder. Und in diesem Sinne, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Macht's gut. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and